Die nächste Nachricht kommt aus dem europäischen Land Ungarn. Dort plant die Regierung gerade ein neues Gesetz. Dieses Gesetz könnte dazu führen, dass die Menschen in Ungarn mehr Geld bezahlen müssen, wenn sie das Internet benutzen. Das finden viele Ungarn gar nicht gut. Zehntausende haben gestern Abend deshalb protestiert. Die Demonstranten strecken ihre leuchtenden Smartphones in die Luft. Damit wollen sie zeigen, wie wichtig ihnen ihr Internetzugang ist. Der könnte zumindest bald teurer werden, wenn die neue Internetsteuer kommt. Und das wäre vor allem für die ärmeren Menschen in Ungarn ein Problem. Aber den meisten Demonstranten geht es nicht nur ums Geld. Sie befürchten, dass die Regierung mit der Steuer versucht, die Leute aus dem Internet fernzuhalten. Das Netz verbindet die Menschen und darf nicht beschnitten werden. Die können Zigaretten besteuern, Alkohol, aber doch nicht das Internet. Die Demonstranten sind also mächtig sauer auf die Regierung. Denn die Regierung möchte, dass in Zeitungen, im Radio und im Fernsehen nur gute Nachrichten über sie veröffentlicht werden. Seitdem dürfen Journalisten in Ungarn also nicht mehr alles berichten, was sie wollen. Und gerade deshalb ist für viele Ungarn mittlerweile das Internet der wichtigste Weg, um Nachrichten zu lesen. Denn das Internet kann die Regierung nur schwer kontrollieren. In gut 2 Wochen wollen die Politiker über die neue Steuer abstimmen. Dann wäre Ungarn das erste Land in Europa mit einer Internetsteuer.